Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Wir haben das Rätsel um Letopolis gelüftet, sind ein gutes Stück weitergekommen hier in Sapires Nome. Und wir wollen jetzt mal gucken, ob wir die Hauptquest nicht wieder ein bisschen vorantreiben können, nämlich mit den Klagen der Arbeiter. Bayek bittet Nito, eine Vorarbeiterin in Letopolis, an ihr helfen, nach ihren Arbeitern zu sehen. Und das ist keine Hauptquest, dementsprechend. Ja, wir können es trotzdem machen. Das sind 186 Meter und wir brauchen ja ohnehin noch ein paar Erfahrungspunkte. Und wir wollen mal wissen, was hier los ist mit den Klagen der Arbeiter. So, erstmal müssen wir aber die Arbeiter finden. So, da vorne. Aber klar, wenn sie halt der Sand auftürmt, einfach ist es nicht und die sitzt im Brunnen. Baba! Ipui! Könnt ihr mich hören? Baba! Was ist passiert? Der Tunnel ist eingestürzt. Baba und Ipui sind noch da drin. Wie kann ich helfen? Bist du stark genug, um den Weg freizuräumen? Vielleicht kannst du sie rausholen. Bitte, Ned. Es sind meine Brüder. Warte hier. Ich tue, was ich kann. So, und wir wollen uns der Sache natürlich annehmen. Da werde ich wohl durchbrechen müssen. Hey du, bist du verletzt? Ja, hab mir den Knöchel verstaucht. Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten. Der Tunnel ist eingestürzt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hol dich erstmal raus. Dann suche ich ihn. Vorsicht! Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört. So, wir sollten den erstmal rausbringen. Trage Ipui aus dem Tunnel. Und dann hätten wir schon mal einen. So, weiter geht's. Ipui! Jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Du musst zurückgehen und Baba finden. Schnell! Er ist vielleicht verletzt oder Schlimmeres. Kümmere dich um ihn. Ich werde deinen Bruder finden. Danke, Ned. So, da wollen wir mal schauen. Ich höre ein Zischen, das klingt entweder nach Schlangen. Oh ja, das sind mit Sicherheit Schlangen. Aber die werden uns jetzt nicht so vor die großen Probleme bringen. Friede, Wadjet. Verzeih, dass ich deine Grünen tötete. So, vor allem nicht, wenn wir sie verbrennen können. So, wir werden gleich interagieren. Wir haben da hinten noch eine Möglichkeit. Eine Geschichte der Hüter der alten Bibliothek. Das Schwert fehlt. Ich frage mich, ob Mahis in Selkets Haus Erfolg hatte. Die alte Bibliothek. Da finden wir natürlich auch noch Nebenquests. Aber da wollen wir uns später drum kümmern. Jetzt wollen wir erstmal hier diese Nebenquests abschließen. Bist du verletzt? Nein. Ich konnte mich vor dem Einsturz gerade noch hier reinzwängen. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir wollten eigentlich den Fluss erreichen. Das ist sehr wahrscheinlich Teil des alten Tempels. Brauchst du Hilfe, um herauszukommen? Es geht mir gut. Ich gehe zurück zu meinen Brüdern und ruhe mich aus. Was ist das hier bitte? Melde dich bei Nito. So, wir hätten auch wahrscheinlich den anderen Weg rausgehen können, aber ich will jetzt hier mal zurück. Der ist nämlich doch, der ist da noch. Ja, und ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn wir den anderen Weg hätten rausgenommen. Nun gut. Aus solchen Dingen lernt man. Ist ja nicht tragisch. So, und damit sollte das Arbeiterproblem eigentlich behoben sein. Vorarbeiterin, der Tunnel ist teilweise eingestürzt, aber ich konnte den Arbeitern helfen. Mein kleines Böhnchen und ich sind froh, dass du noch rechtzeitig vorbeigekommen bist. Mögen die Götter dich tausendfach für deine Mühen segnen. Pass gut auf dich auf.
Und mögen die Götter dein Böhnchen segnen. So. Also gut, Klagen der Arbeiter und damit hätten wir das. So, wir schauen mal die Quest. Klar, wir haben die alte Bibliothek. Ich will jetzt aber mal die Hauptquest weiter vorantreiben. Und zwar Stufe 20, die Hyäne. Das wird unser nächstes Ziel sein. Und die Hyäne, die ist da sehr, sehr weit im Süden. Und das sind Orte, wo wir noch nicht freigeschaltet haben. Das heißt, da ist auch noch ein Philakitai, der eiserne Widder. Wir könnten hierhin per Schnellreise. Aber wir wollen erstmal hier hin und das heißt, ich werde mit meinem Pferd in die Richtung reiten. Weil nur so kann ich dann den neuen Punkt freischalten, den Schnellreisepunkt. Und dann können wir auch mal in Richtung Hyäne vorschreiten. Ja. So, komm Pferdchen. Ich muss hier erst raus. So, und jetzt hat er es gefunden. Da wollen wir natürlich aufsteigen. Und wir haben es nicht weit. Knappe 500 Meter noch. Und gerade mal knapp, ja, 7 Minuten aufgenommen. Das ist perfekt. Vielleicht können wir hier ein großes Stück weiterkommen. Was unsere Ziele anbelangt. Reise nach Gizeh. Und da gibt es doch die Pyramiden, oder? Die Pyramiden in Gizeh. Ja. Und ich will mal, in irgendeiner Folge will ich mich mal so einer Pyramide annehmen und will mal schauen, kann man da rein? Gibt es da vielleicht irgendwelche Schätze? Würde sich ja theoretisch anbieten, ne? Verlassener Tempel der Tscherti. Und hier müssen wir halt, hier müssen wir rauf, dass wir gleich auf dem richtigen Turm sind. So, und dann haben wir nämlich den nächsten Schnellreisepunkt und können von hier quasi immer wieder zurück oder auch immer wieder hierher, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und die Pyramiden, Alter, sind in greifbarer Nähe. Das ist ein Wahnsinnsbild. Das ist wirklich ein Wahnsinnsbild und ich bin mir aktuell tatsächlich auch gar nicht sicher, ob ich das mit der Hyäne damals gemacht habe. Das sind so Sachen, die weiß ich aktuell gar nicht. So, erstmal den Fokus auf uns richten. Alter, ich wollte gerade ausweichen, ging aber nicht. Hey! Das war's. Leopardenfell. So, wir reiten weiter. Haben wir noch ein bisschen vor uns. Knappe 600 Meter. Und hier ist schön Ackerbau und alles Mögliche. Sehr, sehr cool. Und da sind die Pyramiden. Mich treibt's eigentlich gerade wirklich zu den Pyramiden hin. Neue Region entdeckt, Gizeh. Und es gibt tatsächlich Eingänge bei den Pyramiden. Hier war ich, glaube ich, noch nie. Mastaba auf dem Ostfriedhof. Ich glaube, hoi, hoi, hoi. Da oben ist ein Schnellreisepunkt. Das heißt, wir müssen da hoch und dann... Ich glaube, ich würde mir lieber gern den Ort jetzt mal anschauen. Ja. Eieiei. Da überall sind so... Ich möchte auf die Pyramiden hoch. Es tut mir wahnsinnig leid, Leute. Aber wir wollen die Pyramiden von Gizeh erkunden, oder? Aber ich glaube, ich kann hier nicht einfach hochspazieren, oder? Nein. Also man muss da schon solche Felsvorsprünge finden, um die Pyramide erklimmen zu können.
Und es ist ein ganz schöner Weg. Das ist ein ganz schöner Weg, aber ich glaube, wir haben da einen guten Weg auch gefunden gerade. Wo man gut entlang kommt. Und ich würde ja echt gern mal... Ich glaube, wir hatten das erst noch vor kurzem in einem Livestream. Alt! Dass ich sehr gerne mal auch die Pyramiden sehen würde. In Ägypten oder sonst wo. Das ist, glaube ich, schon was mächtig Impulsantes, oder? So eine Pyramide, so ein Bau von den alten Ägyptern. Das ist schon grandios. So, come on, wir schaffen das. Es ist zwar ein wirklicher Kraftakt und... Wenn man mal runterschaut, das ist schon sehr, sehr happig. Aber gut. Sehr, sehr geil. Dann gibt es auch mal so eine Folge. Und wir kommen hier tatsächlich hoch. Ich hätte es mir, muss ich ehrlich gestehen, deutlich schwieriger vorgestellt. Aber der Weg nach oben, der ist natürlich unfassbar. Und wenn man hier einmal abrutscht, das kann böse enden. Aber wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Und zum ersten Mal, also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern damals, dass ich das gemacht habe und dass ich jemals hier oben war. Aber es ist schon geil. Also es ist schon grandios, der Weitblick. Sehr, sehr, sehr große Klasse. Absolut top. Absolutely unbelievable. So, und ich würde jetzt ganz gerne hier runterrutschen. Das ist halt auch cool gemacht. Runterrutschen, das geht immer, glaube ich, ganz gut. Wahnsinn, oder? Wart ihr schon mal, habt ihr schon mal Pyramiden gesehen? Wart ihr schon mal in Ägypten oder hattet ihr schon mal das Vergnügen? Ich finde es wirklich große Klasse, muss ich sagen. Das ist schon wirklich der Hammer. Das ist schon wirklich der Hammer. So, und hier muss es jetzt irgendwo 18 Meter noch runter. Hier geht's rein. Tatsächlich. Finde die antike Tafel. Und herzlich willkommen in der Pyramide von Gizeh. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Das ist schon wirklich... Hei, 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 hei. Und man kann sich... Und ich glaube, das ist auch wirklich so. Man kann sich hier ultra verlaufen, wenn man nicht aufpasst. Und da will ich auch rein. Halt, stopp. Zünd's an. Hey, zünd's doch an. Dankeschön. So, wir gehen da unten mal rein. Ach, du heiliges Kanonenrohr. Und es waren ja meistens so Gräber dann für die Frischluftzufuhr. Aber dass halt kein menschliches Wesen oder sonstiges da reinkommt. So Grabkammern. Und das finde ich halt am ägyptischen... an der ägyptischen Vergangenheit wirklich so grandios. Und wir haben es gefunden. Zumindest ein bisschen was. Schwere Keule. Möge dein Vater Cheops, der Gerechte, dich begünstigen. Möge er deine Stellung unter den Ältesten befördern. Möge dein Geist sich gegen deinen Feind behaupten. Und möge deine Seele die Pfade zum Portal dessen kennen, der die Toten schützt. Happy mit dem Pavian-Kopf. Schon sehr, sehr krass. Würdet ihr euch das trauen? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas könnte.
Weil ich hätte die Befürchtung, klar, einbrechen oder zusammenbrechen, immer, keine Ahnung. Aber wir gucken weiter. Wir haben noch den anderen Gang. Also hier sind wir schon mal ganz gut dran, glaube ich. Und hier will ich jetzt mal schauen, wo wir hier hingelangen. In den nächsten Raum. Und ich werde die Teile hier anzünden. Dann kann ich nämlich sehen, wo ich schon war. Das ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Und ich hoffe nicht, dass hier aber irgendwie so ein Mordsgegner auf uns wartet. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es gibt einen einfachen Menschen namens Dedi. Er wohnt in Jet Snowru. Ein einfacher Bürger von 110 Jahren. Er verzehrt täglich 500 Brote, die Hälfte eines Rindes, und er trinkt 100 Krüge Bier. Er weiß, wie man abgetrennte Köpfe wieder annäht. Er kann einen Löwen so gehorsam machen, dass er hinter ihm hergeht, während der Strick auf dem Boden schleift. Er kennt die Anzahl der Räume im Heiligtum des Tod. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Really, dude? Und ich wusste es, dass wir hier entlohnt werden. Sau krass. Wirklich sehr, sehr, sehr cool. Schaut euch mal das an. Und es war ja typisch für Pharaonen, dass die hier entsprechend beerdigt wurden. Wahnsinn. Hier könnte ich mich stundenlang aufhalten. Was ist hier los? Deshalb liebe ich Assassin's Creed Origins. Und wir sind in der Grabkammer. O König, du bist mit diesem großen Stern der Gefährte des Orion, der gemeinsam mit Orion den Himmel überquert, der mit Osiris durch die Duat reist. Du steigst am Osthimmel auf und wirst erneuert, wenn deine Zeit gekommen ist. Ja! Und da ist es auch. Das Grab. Des Herrschers jener Zeit. Krass. Und wie wir belohnt werden, Leute. Und wie wir belohnt werden. Absolutely impressive. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Sehr, sehr cool. Ein Fähigkeitspunkt, das Grabmal von Cheops. Und die Cheops-Pyramide, die kennen wir, glaube ich, alle. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Ah, das ist bestimmt der andere Gang, der sich dann da wieder erschließt. Und da wären wir so, glaube ich, gar nicht reingekommen. Mega. Mega. Hallo? Ich komme nicht mehr raus. Siehst du, das wäre jetzt so ein Punkt, an dem ich instant keinen Bock mehr hätte, in so einer Pyramide zu sein. Okay, also wir kommen hier raus. Genau, da drüben war die Grabkammer. Junge, 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 Junge. Ist das verworren. Ich würde es mal interessieren, ob das die wirklichen Baupläne sind. Ich glaube, was heißt Baupläne? Ihr wisst, was ich meine.
Das ist halt schon sehr, sehr historisch cool. Wisset, dass Kade an diesem prächtigen Gebäude gearbeitet hat, bis er starb. Er war ein Steinmetz. Ja, und da hat man natürlich früher auch überall gewisse Nachrichten hinterlassen, die später mal dran erinnern sollten, wer was hier wieso für wen gebaut hat. Und das ist wirklich sehr imposant, oder? Also die Folge ist bis dato meine Lieblingsfolge, muss ich ehrlich zugeben. Wir wollten eigentlich die Hintergründe der Hyäne erforschen. Am Ende wurde es ein Ausritt nach Gizeh zu den Pyramiden. Und ich bin nicht enttäuscht. Überhaupt nicht. Und da kommen wir wieder her. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr geil. Und es gibt, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, noch die andere Pyramide. Hier, und da gibt es nämlich auch zwei Eingänge, die wir mit Sicherheit noch erkunden sollten. Hier gehen wir mal hin. Wenn wir schon gerade auf dem Weg sind, dann haben wir noch eine Nebenquest. Und es gibt noch sehr, sehr viel, was wir erforschen können. Ausrüstungstechnisch haben wir hier die minoische Mondkeule. Die brauchen wir tatsächlich nicht. Aber wir können den Schild, den ägäischen Prinz, den können wir ausrüsten. Und ansonsten Distanzwaffe, Jagdbogen, die behalte ich ja ganz gerne. Usamad Resetep Enri. Und der Sandwall, der ist neu. Den, ich behalte jetzt mal. Ich behalte jetzt mal Fähigkeitenpunkte, haben wir einen. Da würde ich gerne mal Richtung Krieger weitergehen. Und einfach mal auch die Punkte hier noch erforschen. Und ansonsten holen wir jetzt die Nebenquest. Fackel brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Vielleicht wollen wir mal noch da hinten gehen, zu dem goldenen Fragezeichen. Das würden wir vielleicht noch hinbekommen. Griechisch. Wach auf. Wach auf. Oh, welch Glück. Dir geht's gut. Hier, steh auf. Verdammt, ich dachte, du liegst darauf. Liegen? Worauf? Was ist passiert? Meine Notizen. Ich bin Geograf. Cortesius, habe die Ehre. Ich glaube, wir wurden beraubt. Meine Taschen sind leer. Meine Notizen weg. Sieh mal nach deinem Geldbeutel. Du auch. Ich hätte es besser wissen müssen, als allein in die Wüste zu reisen. Aber ich finde diese Diebe. Und sie sollten zu den Göttern beten, dass meine Notizen unbeschädigt sind. Wir haben Glück, dass wir noch leben. An was erinnerst du dich? Erinnern? Mir wurde auf den Kopf geschlagen. Ich habe nur ein Pferd gehört, das weggaloppiert ist. Dann gibt es eine Fährte. Bleib hier. Okay, sehr, sehr krass. Was dein ist, ernst sein? Ist mein. So, wir haben eine neue Quest. Und das ist tatsächlich hier der Eingang der Pyramide. Sehr, sehr cool. Also der Ort gefällt mir richtig gut. Und ich liebe es ja auch bei Assassin's Creed, genau solche Orte zu erkunden. Wir sind jetzt auch sehr nah an der Hauptquest der Hyäne dran. Das heißt, wir haben hier einen Schnellreisepunkt, der nicht optimal ist, weil er halt so weitläufig ist. Aber wir sind in Gizeh oder in Gizeh und haben, es sind ja drei Pyramiden, die werden zwar kleiner, aber hier haben wir auch noch eine Pyramide. Das heißt, wir haben noch jede Menge zu tun. Und ja, bevor wir jetzt irgendwas anfangen, würde ich tatsächlich vorschlagen, wir schauen mal nach. Weggaloppierende Pferde. Das müsste dann hier gewesen sein. Dann können wir vielleicht noch hier hinterher. Nach Süden. Wenn ich Glück habe, dann sind sie noch nicht vom Wind verweht. So, vielleicht kriegen wir das noch hin. Dass wir unsere Notizen wiederholen. Könnte so sein. Da ist eine Hyäne.
Die lasse ich aber jetzt mal. Die interessiert mich für den Moment nicht. Sondern vielmehr interessiert mich der Weg der weggaloppierenden zu diesen Ruinen. Hier geht's rein. Und hier geht's, glaube ich, wieder raus, oder? Ist es der Weg, den wir brauchen? Die Diebe, die dich angegriffen haben, untersuche die Ruine. Was macht denn okay, Untersuchungsgebiet. Das ist gefährlich. Ich suche Sachen für Anta. Und wieso bist du hier? Ich bin ein Magi und suche nach Dieben, die hier lang kamen. Hast du sie gesehen? Oh, nein. Niemanden. Bist du alleine hier? Nein, ich meine doch. Allein. Der Bursche verschweigt doch was. So, Fortschritt bei den Untersuchungen. Das ist halt echt schwer, wenn man nichts sieht, ne? Sabine, geh doch. Hier ist gar nichts. Ich wühle einfach nur so. Ich kann das gut, oder? So, bei ihm wissen wir nicht. Und wo gehen wir? Ja, hier gehen wir raus. Aber ich sehe halt... So, das Untersuchungsgebiet ist immer noch da. Und jetzt haben wir es aber verlassen. Das heißt... Das bezieht sich tatsächlich... auf dieses Gebiet hier unten drin. Aber es ist halt wirklich extremst dunkel. Vor allem, wo soll hier noch was sein? Geh doch, hier ist gar nichts. Das sagt er mir und das glaube ich nicht. So, hier ist der nächste. Hier hat sich jemand durchgegraben. Zu schmal für mich. Es führt sicher einen Weg herum. Okay, dann müssen wir woanders hin. Das heißt also, wir müssen dahin. Es gibt mit Sicherheit einen anderen Weg, aber hier oben... Ja, hier oben nicht. Das heißt, wir müssen nochmal außen rum. Auch wenn wir jetzt das Untersuchungsgebiet verlassen. Und wir sind wieder im Untersuchungsgebiet. So, hier komme ich auch nicht rein. Das heißt, es muss noch einen anderen Weg geben. Irgendwo in den Ruinen gibt es einen Weg hier rein. Die Frage ist nur, wo? Und wir sind eigentlich am Ende der Folge. So, ich will nur mal hier schauen, weil hier waren wir relativ schnell wieder weg. So, aber hier komme ich
tatsächlich nirgends durch. Also hier... Aha! Seht ihr? Jetzt muss ich die wegtragen, da wird die Folge ein bisschen länger. Ich habe ja noch Zeit, ehe das Spiel gegen Vashi beginnt. Aber bis ihr die Folge seht, ist es sowieso schon erledigt. Aber da kommen wir da rein, da haben wir noch eine Untersuchungsmöglichkeit. Aber das hätten auch 3 Steine im Endeffekt gereicht. So, das müssen, glaube ich, alle weg. Und dann kann ich aber da unten durchrutschen. Yes! Ist es nicht komisch, dass ein Kind hier spielt? Oh, was meinst du denn? Ich bin auf der Suche nach Diebesgut. Du kannst mir sicher helfen. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Mein Kind, du hast nichts falsch gemacht. Ich bin hier, um zu helfen. Es ist alles in Menkaures Pyramide. Tut mir leid, wir tun das doch nur für Anta. Ich bin mir sicher, dass Anta eine gute Freundin ist. Aber in Gizeh sollte man schon besser aufpassen. So, und damit haben wir... den Ort, an dem die Beute versteckt ist. Und wie gesagt, das mache ich jetzt noch. Das kriegen wir jetzt noch hin. Die Fackel kann weg. Brauche ich dafür überhaupt mein Pferd? Ich bin ja gleich da. Also im Endeffekt, auf die Minute kommt es jetzt nicht mehr drauf an. Genau, und da oben ist es. Und dann können wir diese Nebenquest noch abschließen. Dann hat sich die Folge mehr als gelohnt auf jeden Fall. Grabmal von Menkaure. Aber wir müssen das doch auf die nächste Folge, glaube ich, verschieben. Weil wenn wir jetzt das Grabmal von Menkaure betreten, dann weiß ich nicht, wie lange das hier dauert. Ja, es ist schon sehr, 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 sehr weitläufig. Die Reichtümer der Vorfahren. Vergib mir, großer Amun. Boah, Doppelschwerter. Aber das brauche ich. Okay, hier geht es auch wieder nach oben. Das heißt, wir werden das Ganze in der nächsten Folge machen. Da müsst ihr jetzt euch noch gedulden. Und dann würde ich sagen, wir machen hier den Cut. Ich hoffe, euch gefallen die Folgen. Mir macht es mega, mega Spaß. Ich habe mega, mega Bock drauf. Und wir sehen, dass hier noch sehr viel zu entdecken ist. In der nächsten Folge von Assassin's Creed Origins. Danke fürs Reinschauen. Daumen nach oben würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.